Alle Jahre wieder kommt das Christuskind auf die Erde nieder, wo wir Menschen sind. Puh. Also ich will euch jetzt nicht die weihnachtliche Romantik zerschießen, aber ich frage mich, glaubt ihr das? Und wenn es tatsächlich heute so wäre, ja, was denn dann? So ein Christkind in der Welt, der Herr Jesus hier mitten unter uns, der würde wahrscheinlich einiges auf links ziehen. Und ob wir damit so einverstanden wären? Zunächst aber würde er sich vermutlich ziemlich wundern. Hätte gewiss ein paar Anlaufschwierigkeiten, denn in den letzten 2000 Jahren hat sich ja so einiges getan. Auto statt Esel, Bettchen statt Krippe, Bürokaufleute statt Hirten. Und Könige verteilen heute auch nicht mehr so mir nichts, dir nichts, einfach Geschenke. Und selbst wenn es nur Weise oder Magier waren, auch die schneien heute nicht mehr so einfach in Geberlaune durch die Stalltür rein. Und von Digitalisierung und KI müssen wir gar nicht reden. An unsere natürliche Intelligenz, da hätte er sicher ein paar Anfragen. Aber das war ja wohlgemerkt zu seiner Zeit auch nicht anders. Stichwort Friede auf Erden zum Beispiel. Die kriegstechnischen Möglichkeiten, die waren damals selbstverständlich noch nicht so fortschrittlich entwickelt und ausgeklügelt wie heute. Aber was die Römer mit ihren damaligen Mitteln zu der Zeit flächendeckend abgezogen haben, das war ja nun auch nicht so ganz die feine englische Art. Geschichte wiederholt sich vielleicht nicht eins zu eins, aber die menschlichen Motive, die sind durch die Zeiten hindurch doch stets die gleichen. Besonders, wenn man mal die Probleme benennt, was natürlich nicht recht weihnachtlich ist. Und das war es bis zur Geburt Jesu ja nun nebenbei bemerkt auch nicht. Weihnachten aber dann. Weihnachten war und ist bis heute die Utopie, die plötzlich in die Realität einbricht. Die wusste einfach nicht, dass sie gar nicht existieren darf, die verrückte Utopie. Ein Nichtort, eine Nichtgelegenheit, die für einen kurzen Moment in Zeit und Raum tatsächlich wirklich wird. Oder einfach gesagt, die Welt gerät an Weihnachten mal kurz gegen alle Erwartung auf angenehme Art und Weise so richtig aus den Fugen. Stichwort, um die Engel zu zitieren, Friede auf Erden, Wohlgefallen, fürchtet euch nicht. Mit einem Wort, ein Glücksmoment. Ein Glücksmoment in einer verrückten Welt. Ein Moment, in dem einfach alles nur gut ist. Das war und das ist Weihnachten. Zu schön, um nicht wahr zu sein. Und eines ist mal klar, einmal zählt für immer. Und das heißt, eine Utopie, die, und sei es nur für einen Moment, wirklich wird, die kann immer wieder wirklich werden. Auch gegen alle Wahrscheinlichkeit. Gott sei Dank, Weihnachten ist immer möglich. Und was Gott im Himmel dafür die Erde inszeniert, das ist durchaus beachtlich zur Feier des Tages. Ein bisschen verrückt vielleicht, aber wer will's ihm übel nehmen? Selten haben langweilige Ideen die Welt verändert.
Und wenn was besser werden soll, dann braucht es manchmal vielleicht einfach einen Wink des Himmels. Und warum nicht diesen? Siehe, eine junge Frau ist schwanger und wird einen Sohn bekommen, der die Welt verändern wird. Den wird sie nennen Immanuel. Also quasi Gott mit uns. Hat schon längere Zeit vorher der Prophet Jesaja orakelt. Und das wird man ja wohl grundsätzlich sagen können, wenn ein Kind zur Welt kommt. Gott mit uns. Oder wie es Martin Luther mal gesagt haben soll, wenn du ein Kind siehst, dann hast du Gott auf frischer Tat ertappt. Und wenn es nicht Martin Luther war, dann hat halt derjenige recht, der es stattdessen gesagt hat. Ein Kind stellt immer erstmal was auf den Kopf. In der Regel zunächst das Leben seiner Eltern. Papa, Mama, was weiß ich. Und wer von einem Kind betroffen ist, der wird vermutlich nicht widersprechen. Ein Kind hebt die Welt wenigstens kurz aus den Angeln und lässt uns einfach anders auf das große Ganze blicken, das da im ganz Kleinen in völlig neuem Licht erscheint. Ein kleines Kind ist immer gut. Und ein Kind lässt verändert auf die Welt schauen und ich vermute auch etwas gottgefälliger. Und so gesehen ist die Idee Gottes mit dem kleinen Jesulein, dem Christkind an Weihnachten, ja vielleicht doch nicht ganz so verrückt, wie es zunächst scheint, sondern einfach folgerichtig oder konsequent von ihm zu Ende gedacht. Ein Kind kommt da zur Welt, in ungünstigen Rahmenbedingungen. Schwanger, Hals über Kopf, verbunden mit einigen Ungereimtheiten, Volkszählung, lange Reise, Krippe, Stall und reich und besonders sind die Erziehungsberechtigten, ja weiß Gott auch nicht. Eher gewöhnlich. Menschen aus dem Volk jenseits der Metropolen der Welt. Einfach eine Maria. Fast so hat es den Anschein, als hätte es jede treffen können. Weiß ich aber nicht so genau und will ich mich heute auch nicht festlegen. Jetzt kann man allerdings sagen, wie Gott da eingreift, um die Welt in einem neuen Licht erscheinen zu lassen, das war ja unfair. Das Kind war hochbegabt und kann auch zum Nacheifern mit normalen oder heutigen Maßstäben gar nicht gemessen werden. Aber das Jesulein war ja auch genau deshalb für uns. Und in erster Linie war es mal voller Liebe. Und je mehr Liebe, und jetzt schnallt euch an, je mehr Liebe, desto weniger kannst du in der Welt falsch machen. Und wenn Weihnachten dann bisweilen sogar heute noch als Fest der Liebe angepriesen wird, tatsächlich Liebe, dann kannst du sehen, da hat Gott dann ja wohl doch alles ganz richtig gemacht. Man kann sich in einer Welt, in der Fanatiker, Idioten und Größenwahnsinnige zur Genüge rumlaufen, auch als Pastor ständig vorschreiben lassen, was man am Sonntag oder gar an Weihnachten auf der Kanzel zum Thema macht. Weil wir ständig getrieben werden von dem, was Fanatiker, Idioten und Größenwahnsinnige in dieser Welt für Unfug und Elend anrichten. Man kann es aber auch lassen. Ich zum Beispiel habe überhaupt keine Lust, pausenlos den Wahnsinn in unserer Welt zu kommentieren. Schon gar nicht an Weihnachten. Mir fehlt dazu schlichtweg die Kapazität und meistens auch noch Sachverstand. Und wenn möglich, möchte ich nicht selbstverschuldet noch besorgter, negativer oder verrückter werden, als ich es häufig schon bin.
Man kann die Welt nämlich auch aus einer anderen Perspektive betrachten, ohne dabei zu vergessen, dass nicht alles gut ist. Es ist aber vieles gut. Und je mehr Gutes wir sehen, desto besser können wir dazu beitragen, dass weniger Schlechtes geschieht. Niemandem ist geholfen, wenn wir ständig nur paralysiert auf das Böse starren und dann irgendwann gar nichts mehr machen oder selbst böse werden. Das hilft keinem, schon gar nicht an Weihnachten. Die Welt zur Zeit Jesu war nicht besser oder schlechter als heute. Sie war auf keinen Fall besser, auch wenn wir das manchmal denken. Sie war anders gut oder schlecht. Und Krisenmodus gab es auch in der Steinzeit. Aber mal rumgesponnen, ohne anmaßend zu wirken. Wenn Gott Weihnachten noch 2000 Jahre auf die lange Bank geschoben hätte und dieses Jahr und dieses Land erkoren hätte, würde man fortan wahrscheinlich eine etwas andere Weihnachtsgeschichte erzählen. Volkszählung mit angeordneter Reisetätigkeit, heute ohne Widerstand undenkbar. Hirten müssten wir von irgendwo importieren. Und kein Raum in der Herberge ist seit Airbnb quasi ausgeschlossen. Und wer heute die Engel singen hört, der würde es vermutlich nicht zugeben aus Angst, man könnte ihn einweisen. Zu Unrecht, natürlich. Aber das behaupte nur ich. Und wer das anders sieht, dem kann ich nichts Handfestes liefern. Denn Engel sind von jeher leicht und luftig. Die Rahmenbedingungen müsste Gott deshalb anpassen. Aber so what? Er ist und bleibt ja Gott. Der Kern der Geschichte wäre derselbe. Nicht nur der gleiche, sondern derselbe. Liebe konkret. Da wäre wieder ein Kind. Ein Glücksmoment. Ein Kind, das auf sanfte Art und Weise subtil die Welt für ein paar Momente auf links zieht. Und das ist jetzt nicht parteipolitisch gemeint. Ein Kind, ein Mensch, ein Gottgefälliger und deshalb vielleicht manchmal auch ein Gottmensch, der die Welt zum Staunen, zum Nachdenken, zum Lächeln bringt und am Ende seines Lebens vermutlich wieder unter die Räder käme und die Welt nicht zuletzt dadurch beschämte. Und zwar zu Recht. Aber das beleuchten wir Karfreitag am 29. März 10.30 Uhr hier in dieser Kirche. So Gott will und wir leben, ich werde da sein. Heute aber ist Weihnachten. Und Weihnachten ist die Utopie des völlig Guten, die einen Moment lang wirklich ist. Himmel auf Erden als kurze Momentaufnahme. Aber wie ich sagte, was einmal gut war, kann immer wieder gut werden. Und sei es auch die ganze verrückte Welt. Und je mehr Gutes wir sehen, desto besser erscheint nicht nur die Welt, desto besser wird sie auch. Das ist wie eine selbsterfüllende Prophezeiung. Und für die Welt und in der Welt galt damals und gilt heute ganz grundsätzlich und nach wie vor der himmlische Zuspruch oder von mir aus auch das göttliche Versprechen. Fürchtet euch nicht, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren.